Ja, ich habe mir mal überlegt, einfach mal mit meinen Italienern zu spielen und mir dafür auch eine sehr gute Mannschaft auszuwählen. Also der damalige Weltmeister war Frankreich. Hat uns überlegt, Spanien war noch im Raum als Überlegung, Brasilien oder Deutschland, aber ich nehme natürlich die Nummer 1 auf der Welt. Und ja, dann kann es auch schon losgehen. Gleich kommt noch die Einstellung, Aufstellung und so, Pressing und all sowas. Und dann kann es auch direkt losgehen. So. Dann kann sich Frankreich auch was gefasst machen. So, für die Älteren bin ich mal gespannt, wie viele Spieler ihr noch kennt. Alessandro Del Piero gibt es zum Beispiel noch, Maldini, Nesta, Buffon kennt man auf jeden Fall auch noch. Oder Totti. Oder bei den Franzosen zum Beispiel, Zidane kennt man ja auf jeden Fall. Trezeguet beispielsweise. Ja, da gibt es einige. Da sieht man schon. Lebou, Barthez, ne, da sind einige bei den Franzosen dabei. So, Kollege. Erstmal. So, Cannavaro hätte ich ganz gerne in die Innenverteidigung. Dafür kann Nesta ein bisschen offensiver spielen. Maldini, sehr gut. Gattuso kann ruhig draußen bleiben. Materazzi, der Inter Mailand spielt auf jeden Fall auch. Obwohl es eigentlich ganz lustig wäre, weil wer sich erinnert, Materazzi war derjenige, der sie dann 2006 im Finale Frankreich gegen Italien diesen Kopfschuss gegeben hat. Das war Marco Materazzi. Eigentlich müsste ich den aufstellen, nur so aus Scheiß, aber ich mach's mal lieber nicht. Ich mag den Kerl nicht. So, dann gucken wir uns die Strategie an. Konter, Pressing, sehr schön. Schützen. Für die Ecke hätte ich gerne, sagen wir mal. Ja, Veri. Und für die linke Ecke nehme ich mal Maldini, Freistöße Del Piero, Läuft, Strafstöße, ja, Totti Del Piero, ich sage Veri Albertini. Dann nehme ich aber Maldini als letzten. Na, obwohl. Ach. Cannavaro lieber als fünften. Falls es zum Elfmeterschießen kommt, bin ich vorbereitet. Und du kannst auch schon losgehen. Der Schiedsrichter und seine Assistenten sind bereit und das Spiel hat begonnen. Einem tollen Reflex. Und 1-0. Das Tor noch einmal in der Wiederholung. Nee, nicht nochmal gucken, einmal reicht. Gute Reflexe von diesem Spieler. Er sah seine So, Frankreich hat jetzt schon keinen Bock mehr. wiederholen musste. Absolut. Danke. Das ging schnell. Sehr schnell. Ah, das war ein bisschen zu steil. Das war der erste Treffer hier im Spiel 1 zu Das war ein 0. bisschen zu steil. Del Piero, er weiß, dass er den Ah. Ball aufs Tor bekommt. Er wird zeigen, So, was nur er kann, aber. sobald er Aber ein Weitschuss aussieht. vielleicht? Ah, Abpraller. Hier vom Torwart, schöne Faustabwehr. Nächster. Nach außen Aber erstmal. nicht behaupten, dass die Abwehr heute besonders hilfreich wäre. Ah, haben wir gleich. Bitte. Ey, Alter! Der war nicht für dich adressiert. Randabdingen hier. Kann den Ball Danke. nicht kontrollieren. Alter! Du jetzt Klappe zu. Er nimmt ihm den Ball ab. So, Ruhe ins Spiel bringen. Und nach außen. Bitte schön. Ach, wieder zu spitz, verdammt nochmal. Der ist schon gut angelaufen. Naja, ich habe schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Aber passt schon, das krieg ich noch hin. So, nur aber. Danke. Ah! Den Typ hätte ich neulich beim Lattenschießen gebraucht. Francesco Totti. Ja, kommt schon noch, kommt schon noch, kommt schon noch. Totti. Neue Chance, neues Glück. Und Tor. So, 18. Minute, zweites Tor. Passt schon. Nächste Wiederholung. Ja, damit. Jetzt können Sie etwas ruhiger spielen. 2 zu 0 hier. Ja, sammel nicht. Komm her. Was für ein Angriff, um den Ball hier wegzuschlagen. Sag mal, habt ihr gesoffen oder was? Komm her, jetzt her damit jetzt. So. So. Ah ja. Den Ball einfach weg. Tomasi. Und schon verliert er den Ballbesitz. Ah, schade. Ich versuche beim nächsten Mal mehr über die Flügel anstatt über die Winde mal gucken.
So, apropos Flügel. Ja, komm, da musst du auch hinrennen, Kollege. Ach, der Piero, Mann. Ah ja, passt schon. So. Ach, schade, ich wollte ihn abpassen. Was passiert jetzt? Sauber geklärt. So, wer bietet sich an? Hier unten ist einer. Maldini, 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 komm, renn mal. Isagi. Ah, wer springt höher? Tor B. Einfach halt in die Mitte reinpassen. Ah ja, 2-0. Passt schon. Totti. Ich brauche jemanden zum Flanken. Na, dann da hinten. Ach, come on. Der Piero, meine Juveraner sind auch noch nicht richtig fit. Aber passt schon. Dann gibt es eine Halbzeitansprache und dann passt das schon. Also. Leute. Ach, gerade noch so gekriegt. So, Isagi. Totti. Und 3-0. Sehr gut. Wenn es der Jovanare nicht macht, dann macht es halt der Römer. Das passt schon. Gleich Halbzeit. Ja, bisschen Ball abhalten hier, damit die keine Chance kriegen. Siehst du, alles klar. 3-0, Halbzeit. Ole, ole. Und weiter geht's. Ah. Ach, her damit. So, und jetzt Attacke. Schneller Konter, schneller Konter, schneller Konter, schneller Konter. Attacke! Ah, ficken. Und jetzt aber. So, aber so. So. Ich sage jetzt hier alles klar. 4-0. So, Randabdingen. Genau, der Torhüter ist der Schwachpunkt dieser Mannschaft. Vielleicht jetzt in diesem Spiel, aber generell eigentlich nicht. Barthez, so schlecht ist er nur auch nicht. Du, komm her jetzt. Ah, Cannavaro. Danke. Okay, dass Cannavaro in dieser Version noch Haare hatte. Also später hatte er gar keine Haare mehr. Mittlerweile ist der Spieler, ist der Trainer mittlerweile. Und hat wieder Haare, aber der wurde ja auch 2006 Weltmeister und da hat er eine Glatze noch. Ist immer wieder ungewohnt für mich, den Typ mit Haaren zu sehen. So, da hinten, Isagi. Isagi. Cannavaro. Oh, come on. Come on, kein Blut, kein Foul, ey. Nächste Karte. Der. Och man, das eine Bein ist ab, ist doch scheißegal. Da noch ein zweites, soll nicht so viel rumheulen. Ah, das ist Cannavaro the Pitbull, das passt schon. Ja, komm. Das war. Die Sonne hat ihn geblendet, das passt schon. So. Genug von den schlechten Sprüchen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen liefern, alles klar. Da war aber vorher am Start der viermalige Welttorhüter. Isagi. Dort B. In die Mitte. Danke. Hallo. Isagi, was machst du da, Junge? Trotzdem mal annehmen, nicht weiterleiten. Ja. Nein. Weg damit jetzt hier. So schön. Langer Ball. Danke. So, der Piero. Juve. Klappe zu. Juve. So, selbstverständlich. Der Juveraner muss auch einmal treffen. 5-0. Aber gutes Mittelfeld haben die. Sind ein bisschen stressig. So, nächster schneller Konter. Dankeschön. Okay, wäre zu schön gewesen. War zu einfach. Naja. So. Braucht Anspieler. Nein. Oh, wieder so ein Fehlpass von mir. Das kann auch nicht wahr sein. Okay, da steht jetzt gar keiner. Ja, Hashtag Formatierung. Ja, komm jetzt. Gib mir doch mal das. Ja! Ach Gott, ey Gott, oh Gott. Buffon hat auch mal was zu tun. Und weg. Danke.
Komm, einmal mal von Weitem. Yes! Na schade, das sah sowas von aus, als wenn er drin wäre. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Jetzt hat die GameCube irgendeinen Schaden. Was machen die da? ja. Alles klar. Alles klar. Wie gesagt, das Spiel ist schon fast 20 Jahre alt. Wen wundert's, ne? Also, alles klar, Junge. Alles klar. Dankeschön. So. Ich sage, alles klar. Ballermann, alles klar. Jetzt ist das. Ah, gut. Ist abgekackt hier. Aber sagen wir mal, war 87. Minute. Ich habe 5-0 gespielt. Ich sage, hier hätte selbstverständlich noch das Tor gemacht. Und ja. Ich muss sagen, ab und zu passiert das alle paar Spiele lang, dass die GameCube mal abschmiert. Aber. Ja. Gut, war eh fast am Ende. Und dementsprechend. ja. Naja, wie sagt man so schön, wenn die Premiere klappen muss, muss die Probe fehlen, auf jeden Fall. Gut, wenn du das nochmal sehen wollt, lass es mir gerne in den Kommentaren wissen. Hoffentlich ohne Systemfehler. Und dann sag in diesem Sinne mal ciao, tschüss und auf Wiedersehen.